So, der nächste Programmpunkt, Elke Pahl-Weber bittet die nächsten Gäste auf die Bühne für eine weitere Gesprächsrunde, bitte. Ich meine, zuhören ist ja auch eine aktive Rolle, oder? Insoweit bist du gar nicht verkehrt, Julian. Sie müssen nämlich weiter zuhören. Und ich bitte jetzt zu mir Herrn Pirk, den Vizepräses der Handelskammer, und Herrn Dr. Meyer, den ersten Vorsitzenden der Patriotischen Gesellschaft von 1765. Kommen Sie doch bitte hier hoch. Ja, das wäre jetzt ein Wunder, wenn Sie selbst so alt wären. Dann würden wir jetzt gerne. Reden Sie lieber im Stehen oder im Sitzen? Dann reden wir mal im Stehen. Na, da haben wir den besseren Resonanzboden und können... Ja? Was denkt er da hinten gerade? Noch haben wir ja nichts gesagt. Ja, ich habe mir gewünscht, mit Ihnen beiden ein Gespräch führen zu können, weil Sie zwei Institutionen in Hamburg verkörpern, die ganz viele Akteure unter Ihrem Dach versammeln und deshalb einen ziemlich guten Einblick haben in das, was in den letzten Jahren in der Innenstadt passiert ist und was auch passieren soll. Und von daher ist meine erste Frage, die Hamburger Innenstadt, was sind Ihre wichtigen Handlungsfelder? Mögen Sie beginnen, Herr Pirk? Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal finde ich das toll, hier heute Abend auf der Bühne stehen zu dürfen. Und ich war sehr rechtzeitig da und habe gar nicht mitbekommen, wie viele Leute da sind. Und das finde ich großartig, weil ich glaube, wir bekommen die Hamburger Innenstadt nur gemeinsam weiterentwickelt. Sie haben es eben halt auch schon gesagt, wenn wir alle Stakeholder einbeziehen. Als Handelskammer ist es ja so, dass wir immer Gesamtinteressen vertreten, also nicht Partikularinteressen. Da gibt es ja auch die Verbände für. Und in der Vergangenheit haben wir es so gedacht, dass wir natürlich sehr stark immer Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus und dergleichen uns angeschaut haben. Seitens der Kammer natürlich auch Verkehr, ein liebgewonnenes Thema. Man kann gut mit dem ÖPNV hierher kommen oder auch mit dem Auto. Weil ich glaube, wir müssen die Innenstadt, und das ist ein großes Handlungsfeld, auch so denken, dass es der USP unserer Metropolregion ist. Und das ist nicht nur Hamburg, sondern auch unsere Nachbarbundesländer mit. Das ist das Aushängeschild für uns alle. Und wir haben in der Kammer mit dem neuen Plenum, das ja auch schon fast 3 Jahre aktiv ist, einen Claim, Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Und in dem Zusammenhang haben wir auch im letzten Jahr ein Standpunktepapier für die Innenstadt gemacht, wo wir gerade auf dem Weg hierher auch Haupt- und Ehrenamt, ich bin da der Ehrenamtsvertreter, auch gesagt haben, was sind denn jetzt so die Handlungsfelder für die Innenstadt? Und das ist natürlich zum einen auch das Thema Wohnen, würde ich später auch nochmal aufgreifen wollen und vielleicht auch eine Zahl mal nennen, was wir uns so 2040 vorstehen. Das ist aber auch das große Thema Kultur, wie kriegen wir die Innenstadt kulturell belebt? Und wir brauchen professionelles Management, das haben wir eben schon besprochen, und auch Innovation und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, Sie haben ja nach den Handlungsfeldern gefragt, wir brauchen auch wirklich Leuchttürme. Und ich bin ja jemand, der gerne auch Dinge so in die Tat umsetzt. Wir brauchen die Leuchttürme nicht erst in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wir brauchen sie jetzt. Und ich glaube, das ist richtig cool, dass heute Abend so viel hier sind, auch so viele Stakeholder, dass wir nämlich die Handlungsfelder dann auch in die Umsetzung bekommen. Dankeschön. Herr Meyer, die wichtigsten Handlungsfelder der Patriotischen Gesellschaft für die Innenstadt? In den letzten Jahren, das geht gleich an. In den letzten Jahren waren es vor allen Dingen Aufgaben in der Altstadt. Denn meiner Wahrnehmung nach trifft die gegenwärtige Krise der Innenstadt die Altstadt ganz besonders. Die Neustadt hat zumindest einen begrenzten Anteil von Wohnungen und hat dadurch eine stärker gemischte Struktur. Die Hafencity hat es besonders viel gemischte Struktur, besonders viel Wohnen. Aber die Altstadt ist fast vollständig geprägt von Einzelhandel und von Büronutzung. Also von den beiden Nutzungen, die durch die gegenwärtige Krise am meisten betroffen sind. Und da spielt dann eine ganz besondere Rolle, was kann man tun für diese Altstadt. Daraufhin hat sich ja eine Initiative gegründet, an der wir beteiligt waren, die wir keineswegs alleine gemacht haben, Altstadt für alle. Und die Nordkirche war beteiligt, Hamburg Entfesseln war daran beteiligt. Und diese Initiative hat sich gesagt, Leuchttürme, ja genau,
aber Leuchttürme anderer Art, Leuchttürme der Art, dass Leute anfangen, nicht nur über ein Problem zu reden, sondern anfangen, es an einem realen Punkt als ein reales Labor für 3 Monate umzusetzen, wie zum Beispiel die Fußgängerzone um die Schauenburger Straße, die Aussperrung der Autos dort. Das hat lange Verhandlungen gekostet. Das haben wir keineswegs alleine gemacht. Das ist in Absprache mit den Einzelhändlern, mit dem Büronutzer, mit dem Bezirksamt etc. passiert. Aber es war ein Reallabor und nicht nur ein Sprechen darüber. Sprechen darüber haben wir auch gemacht. Unser Arbeitskreis beispielsweise hat einen Bülow-Wettbewerb ausgerichtet. Das ist ein Wettbewerb für Architekturstudentinnen und Studenten. Auf Anregung des Oberbaudirektors haben wir uns das Parkhaus Herrlichkeit vorgenommen, auch unter dem Gesichtspunkt, wie kann man denn Wohnen und neue Nutzungen in die Innenstadt bringen, in eine Innenstadt, die in den Nachkriegsjahren als Innenstadt auseinandergesprengt worden ist, weniger durch die Alliierten nur, sondern zugunsten des Autoverkehrs, der dann da reingebracht worden ist. Und wir haben gesagt, wie kriegen wir die wieder zusammengefügt? Wie kriegen wir da wieder Wohnungen rein? Und da sind dann sehr viele Antworten entwickelt worden. Und wir haben ein drittes Reallabor auch mal gemacht, an viele gerichtet, auf die Plätze. Für einige Wochenenden die zentralen Plätze der Innenstadt bespielt. Was weiß ich, nicht große Aktionen, sondern mit begrenzten Kräften von Leuten, die sowas als Ehrenamtliche machen. Sowohl auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz, wo das Thalia beteiligt war, wie auch auf dem Gertrudenkirchhof, wo die Makromedia-Hochschule Modenschauen organisiert hat, als auch auf dem Hopfenmarkt und um die Kirchen herum in verschiedenen Aktivitäten. Und das, glaube ich, die Innenstadt braucht aktive Bürgerinnen und Bürger. Und das braucht nicht nur die Innenstadt, das braucht die ganze Republik. Wir sind ja nicht damit gerettet, dass wir sozusagen in der Gaststätte über Politik reden oder zu Hause, sondern wir brauchen die aktiven Bürgerinnen und Bürger gerade in zentralen Orten der Stadt. Wir brauchen die aktiven Bürgerinnen und Bürger und Sie haben jetzt so ein bisschen deutlich gemacht, es gibt die eher geschäftlich orientierten Akteure und Initiativen, eher die zivilgesellschaftlichen, und beide haben Sie ein Stück weit von der Kunst gesprochen, die in Wirklichkeit hier auf der Bühne fehlt. Ja. Was Hamburg in der Innenstadt an Kunst zu bieten hat, ist aus meiner Sicht ein verborgenes Potenzial. Jedes einzelne Museum, Theater kennen wir. Aber was es insgesamt macht und wie es in Beziehung zu verschiedenen Plätzen in Hamburg steht, das ist uns, glaube ich, gar nicht klar. Das ist etwas, von dem ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wir sehen es jeden Tag und trotzdem nehmen wir es nicht richtig wahr. Mir ist klar, dass das heute fehlt, das werden wir nachholen. Sie haben eben schon gesagt, mit welchen Partnern Sie arbeiten. Können Sie es noch mal so auf den Punkt bringen? Also in erster Linie sind es natürlich unsere Mitgliedsunternehmen. Ich sage aber, das ist zu kurz gedacht. Wir müssen sämtliche Stakeholder mit reinnehmen und können nicht sagen, das entscheiden wir jetzt nur aus Sicht der Hamburger Wirtschaft. Wurde eben ja auch schon gesagt, also welche Sozialpartner nimmt man mit dazu? Es gibt ja auch Leute, wenn man durch die Innenstadt oder Menschen, wenn man durch die Innenstadt läuft, die vielleicht nicht so privilegiert wie wir alle in dem Sinne sind. Wir sprachen auch eben über die BITS. Da möchte ich auch mal sagen, das ist ja private und öffentliche Hand in Handreichung, da muss man auch sagen, 100 Millionen Euro sind in den letzten Jahren hier für die Innenstadt auch aufgewendet worden. Und das finde ich auch großartig, wie wir hier gemeinsam eben halt auch die Innenstadt weiterbringen und alle Partner mit reingehen. Es gibt das Bündnis für die Innenstadt, das ist jetzt auch schon weiterentwickelt, nicht nur Altstadt, sondern Neustadt und auch in dem Sinne Hafen City gedacht. Und ich finde, das sind gute Punkte. Allerdings sollten wir auch schauen, wie kommen wir jetzt eben halt hier auch auf Geschwindigkeit und auch auf Umsetzung. Danke. Und Ihre Partner? Sie haben es eigentlich eben schon gesagt. Wir haben an Partnern gerne genommen, wen wir finden konnten. Und haben da keinerlei Restriktionen in Bezug auf die Partnerschaft. Wir sind selbst Mitglied im BIT-Rathausquartier
hätten allerdings lieber so eine Entwicklung, die Sie auch angedeutet haben, dass sich diese Bits ein bisschen in Community Improvement Districts entwickeln würden und damit auch, Sichtweisen mit reinnehmen, die nicht spontan da sind. Also bei einem Unternehmer, der seinen Laden über die Runde bringen will, was ja ein ganz verständliches Interesse ist. Das sind Partner. Wir suchen jetzt ein bisschen die Zusammenarbeit mit dem Thalia Theater, für was den Gerhard-Hauptmann-Platz angeht. Da hat sich das am besten bisher entwickelt. Ich glaube, hier in diesem Haus entwickelt sich jetzt eine neue Zusammenarbeit mit der Szene von bildenden Künstlern und Architekten und Planerinnen und Planern, die man auch kontinuierlich halten muss. Das ist nicht eine Sache, die man schnell wieder fallen lassen sollte, denn eine solche Ballung in deiner Stadt mal zustande gebracht zu haben, ist ja ein Pfund, das man in der Hand hat und das sollte man nicht wieder hergeben. Gut, wir haben mit der Nordkirche zusammengearbeitet, Frank Engelbrecht, aber auch mit der Nordakademie und die sind sehr interessiert an den Plätzen rum um die Kirchen. Die sind bis auf den Platz um St. Katharinen gehören die der Stadt. Leider, vielleicht. Manchmal aber auch. Das heißt, vielleicht auch gut. Auf jeden Fall, da ist eine Kooperation zwischen Stadt und Kirchen nötig, wenn in dem Raum vor den Kirchen was passieren soll. Und das ist sicher nicht immer einfach, aber das ist auch so eine Partnerschaft, die wir für wichtig halten, dass sie da sich entwickelt. Ja, danke. Und was muss als erstes passieren, damit die Innenstadt zukunftsfähig gestaltet werden kann, Herr Mayer? Tja, also zunächst mal finde ich ja schon solche Programme wie Freifläche sehr gut, dass sozusagen ein solches Haus nicht verfällt, was gegen das Interesse des Eigentümers wäre, sondern die Stadt heizt es und kühlt es und macht darin was sozusagen zum Lebensunterhalt. Gleichzeitig ermöglicht sie für 1,50 pro Quadratmeter die Nutzung für weniger potente Nutzer. Und solche Flächen werden ja in der Stadt noch mehr anfallen. Also jetzt schließt Appelrad und Küppers. Ich weiß nicht, was wo sonst noch passiert. Insgesamt, glaube ich, muss man aber noch ins Auge fassen, wir brauchen ein Programm, das noch stärker sich auf die Erdgeschosse konzentriert, der Gebäude, die bislang von unten großen Einzelhandel und drüber Büros hatten. Dieser große Einzelhandel wird nicht mehr so bleiben. Wenn man aber Handwerkertätigkeiten, es wird noch Einzelhandel bleiben, das ist ja nicht die Frage, aber es wird nicht mehr in der gleichen Dimension wahrscheinlich bleiben, über 3 Etagen und mit einer Miete, die jede andere Nutzung ausschließt, weil es halt so eine hohe Grundrente hat. Also müssen wir die Chance, die in der Krise liegt, auch nutzen. Krise bedeutet ja, die Grundrente sinkt. Und damit wird zum ersten Mal wieder die verschiedenen Nutzungen gegeneinander konkurrenzfähig. Damit wird Wohnen als eine nachhaltige Einnahmequelle wieder interessanter, als es vorher gewesen ist. Und das muss jetzt als erstes passieren. Als erstes? Ja, das Programm kontinuierlich, das ist ja schon gesagt worden. Es müssen die Plätze endlich hergerichtet werden. Da sind wir ja auf einem guten Burchardplatz. War ich heute noch mal, da sieht man noch keine Spur der Veränderung. Satt vor sich hin parkende Autos nach wie vor. Und gut ist okay. Okay, da hören wir das Gras aber schon wachsen. Ja, da hören wir das am Burchardplatz, da ist schon. Herr Perk, was muss als erstes passieren aus Ihrer Sicht? Als erstes muss passieren, und das hat mir meine Tochter, als wir am Wochenende einkaufen waren, gesagt, die ist 6 Jahre alt, sagt, Papa, wo ist denn hier der nächste Spielplatz in der Innenstadt? Ja. Ja. Und ehrlich gesagt dachte ich, Mensch, jetzt geh mal hier, sorry, muss ich heute Abend sagen, es steht nicht auf meinem Redemanuskript, aber wir sind zum Einkaufen hergefahren, ein bisschen über den Weihnachtsmarkt bummeln und so nach 1,5 Stunden ist hier langweilig geworden. Ich habe keinen Spielplatz gefunden. Zum Thema Freiflächen, ich glaube, das wäre ein Thema, das können wir relativ fix mal beginnen. Aus Kammersicht wollen wir natürlich die Funktionsweisen zusammenbringen. Also wie können wir wohnen, wie können wir arbeiten,
Wie können wir Freizeitgestaltung machen? Wie können wir alle Alters- und Bevölkerungsgruppen mitnehmen? Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, aber in so einer Makroebene. Und ich sprach ja vorhin schon eingangs vom Thema Wohnen. Da habe ich auch eine Vision. Wir haben heute, ich habe mir die Zahlen mal aufgeben lassen, 21.271 Einwohner in dem neuen Innenstadt-Konglomerat sozusagen. Ich würde es schon mal gut finden, wenn wir sagen, im Jahr 2040 haben wir das im Minimum verdoppelt. Ich glaube, dass wir wirklich dadurch auch die Stadt einfach gut belebt bekommen. Und wenn ich durch andere Städte laufe, dann sehe ich eben halt auch, was in der Innenstadt entsprechend passiert. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir auch das ein oder andere Projekt, was so eine Strahlkraft eben halt hat, vielleicht auch mal Naturkundemuseum hier mit reinbringen. Oder was im Koalitionsvertrag drin steht, Frau Stapelfeld, das Haus der Digitalität, das der digitalen Welt, dass wir das wirklich auch zeitnah in die Umsetzung bringen. Oder wie gelingt uns eine Anbindung quasi der Kerninnenstadt mit der Hafen City, vielleicht mit einem Skywalk oder mit einer Seilbahn, was eben halt auch Touristen nicht nur international, sondern auch national entsprechend mit anziehen. Das sind, glaube ich, Dinge, die wir einfach auch mal diskutieren müssen, natürlich im breiten Stakeholder-Dialog. Ich nehme mit, Sie beide wünschen sich, dass Leuchttürme passieren, ganz unterschiedlicher Art, das Thema Kultur, Bildung, dass wir das einbeziehen. Es gibt tatsächlich auch aus der Kultur Menschen, die sagen, was wollt ihr wohnen? Wir brauchen Übungsräume für unsere Musiker. Da wissen wir jetzt schon, dass die Leute da nicht wohnen können. Wie kriegen wir das hin in der Innenstadt? Das kriegen wir drei nicht hin. Das kriegen wir nur im Dialog hin. Und dafür müssen Sie jetzt arbeiten. Wie, das sagt Ihnen jetzt Julian Petrin. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mayer. Vielen Dank, Herr Pirk. Vielen Dank, Frau Pahl-Weber.